Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen, einem neuen Infovideo. Ja, wir schauen uns wieder neue Sachen an, die es für den Landwirtschaftssimulator gibt. Als erstes haben wir den Cinematic Trailer, das ist Punkt 1. Den werden wir uns gleich mal genau angucken. Das heißt, der wird gleich einmal durchlaufen für euch. Danach gibt es Informationen zu neuen Früchten, es gibt Informationen zum Vorbestellbonus, es gibt Informationen zu den Covern der Versionen. Und es gibt auch ein Leak, was wohl ein Feature dementsprechend verrät. Auch dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir schalten jetzt erst einmal um und schauen uns einmal den Trailer an. Da werde ich mal nichts zu sagen. Und ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ein weiser Mann sagte einst: Wer vergisst, wie man die Erde beackert, das Feld bestellt, vergisst sich selbst. Manche trifft das zu, aber einige von uns erinnern sich noch. Man muss bereit sein, Zeit zu investieren, auch mal Opfer zu bringen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Arbeit gibt einem auch viel, klar. Der süße Duft von Tau am Morgen, die Wärme der Sonne und der kühle Wind auf der Haut. Aber halt es nicht für ein Spiel. Auf dem Hof trennt sich nun mal die Spreu vom Weizen. Man darf sich nur nicht unterkriegen lassen. Fällt man, steht man auch wieder auf. Denn das ist nicht nur Arbeit, sondern eine Berufung. Warum würde man sonst morgen zu früh aufstehen und den ganzen Tag auf dem Feld schuften, nur um abends dann darüber nachzudenken, wie man es morgen noch mal besser machen kann? Tag ein, Tag aus. Saison für Saison. Jahr für Jahr. Denn diese Berufung endet nie. Es wird sie auch in Zukunft geben. Sie besteht, seit Menschen die Erde bewirtschaften. Solange wir existieren, werden Landwirte immer gebraucht. Die Zukunft sichern die, die sich heute die Hände schmutzig machen. Du musst dich auf dem Feld niemals einsam fühlen. Das bist du nicht. Denk an alle, die vor dir kamen. Und an die, die noch folgen. Sehe heute, ernte morgen. So, da sind wir wieder. Ja, ich würde sagen, wir machen gleich stumpf weiter. Da waren viele Informationen drin. Ihr habt auch schon eine neue Sache gesehen und die werden wir auch mal durch Screenshots noch vertiefen. Diese Screenshots sind noch mit veröffentlicht worden und hier seht ihr Trauben. Das Ganze wird natürlich auch da in den Produktionsrhythmus mit eingegriffen bei Giants und beim Farming Simulator wird es eine Weiterverarbeitung für Trauben gehen, aber wahrscheinlich nicht so, wie ihr denkt, sondern es wird jugendfrei bleiben sozusagen und es wird daraus ein Traubensaft werden. Also es wird auch eine Produktionseinheit geben, die aus diesen Trauben neben dem eigentlich normalen Verkauf auch noch die Möglichkeit bietet, dann Traubensaft zu machen. Auch damit kommen natürlich neue Maschinen dazu. Wir haben zum Beispiel von New Holland den Braut 9070L. Das ist die Maschine, die speziell für die Traubenernte zum Beispiel da ist. Und die nächste Frucht, die noch dazu kommt, da haben wir sie, das sind Oliven. Auch dafür werden wir dann auf New Holland Geräte zurückgreifen mit dem Braut 9090X. Das ist dann nämlich die Maschine, um zum Beispiel Oliven zu ernten. Damit haben wir also schon mal ganz normal neue Maschinenzweige. Was es noch für Maschinen gibt, jetzt speziell, um diese Art Früchte oder Boden zu bearbeiten oder auch den Boden zu bearbeiten, während die Früchte stehen, weil es ist ja nichts, was ne, sozusagen untergepflügt wird. Da müssen wir uns mal gucken und überraschen lassen, was da noch kommt. Da werden wir vielleicht auf der FarmCon dementsprechend nächsten Monat schon eine Runde mehr erfahren. Also wie gesagt, zwei Erntemaschinen dazu sind denn schon bekannt.
Die stehen auch dementsprechend, könnt ihr euch dann auf der Giants-Seite angucken. In den News stehen die zum Beispiel auch mit drin, deswegen, ich habe die auch nur mir da rausgeschrieben. Ne? So, wir machen weiter. Die dritte Frucht, genau, wir sind nicht mit zwei Früchten durch. Als dritte Frucht, um noch weiter Mehl und solche Sachen zu produzieren, haben wir Hirse dazu genommen. Hirse wird ja immer bedeutender, dadurch, dass es auch in trockeneren und wärmeren Bereichen sich sehr gut anpflanzen und ernten lässt. Und dadurch, da das Klimagebiete sich immer weiter verschieben, wird auch Hirse dadurch immer interessanter. Und Hirse bekommen wir damit als dritte Frucht und bestätigte Frucht dazu. Also, das ist schon mal wieder eine sehr schöne Geschichte. Drei Früchte, Oliven und Trauben, freue ich mich sehr drauf. Hirse gab es auch schon in vielen oder in einigen Mods dementsprechend schon. Also Hirse jetzt auch original mit dabei. So, dann gehen wir eine Runde weiter. Da seht ihr noch eine andere Besonderheit. Es ist als Erscheinungsdatum jetzt ja der 22. November gesetzt worden, das haben wir ja gesehen. Das ist natürlich dann unabhängig, wie ihr seht, von welchem System ihr auch spielt, ob ihr auf PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One oder Stadia spielt. Das ist ziemlich egal. Es gibt halt dann für immer für jede Region ein passendes Cover. Und nicht nur das, es gibt einen exklusiven Vorbestellbonus mit dem Class Serion 4200 Zetteltrack. Und da gibt es halt dann noch vier weitere Anhänger zu sozusagen oder Geräte zu. Anhänger ist falsch, erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Nämlich von Kaweco, die gibt es dann kostenfrei für alle, die das vorbestellen, egal auf welcher Plattform, gibt es das dazu. Ihr seht das Bild da oben, das zeige ich euch gleich noch eine Nummer größer. Erst nochmal, was ist denn dabei? Das ist natürlich der Class Serion 4200 Zetteltrack, der Kaweco Serion Zetteltrack Aufbaufass und Aufliegerfass. Der Unterschied ist ganz simpel. Das eine ist ein, das was ihr jetzt oben auf dem kleinen Bild seht, ist das auf Liga-Fass, das also sozusagen das Fass hat halt eigene Reifen und Achsen, so sagen wir es einfach mal so. Und das andere ist halt ein Fass, was direkt auf dem Class Serum 4200 draufsetzt. Das heißt, was jetzt nicht extra eine Bereifung hat, was halt direkt draufsetzt. Das sind erstmal, was die ersten beiden Kaweco da unterscheidet. Der OptiJack 800, das ist die größere Variante aus der OptiJack-Reihe. Da gibt es, ich glaube, irgendwo bei 4 Meter fängt es an und die heißen dann immer, ich glaube, 400, es gibt einen 560, es gibt, glaube ich, auch einen 800, wie ihr es da seht, nicht nur glaubt, da sehen wir es auch. Und das sagt nichts anderes, wie dass das Injektionspart ist für das Fass, was die 800 sagt, dann 8 Meter Arbeitsbreite aus. Das ist schon der ganze Trick. Wenn ihr euch jetzt sagt, das Front-Undock-System, wofür? Ist ganz einfach. Das seht ihr nämlich da oben auf dem Bild auch. Das ist das Undock-System, um sozusagen Gülle nachzutanken. Das heißt, da wird einfach ein zweites Transportfass, wird das passende Rohrschlauchsystem oben dementsprechend ansetzen, was ihr seht. Und dann wird das Ganze dann hinten ins Fass weitergeleitet und kann weitergehen. Das sind im Prinzip die Kaweco-Sachen, die ihr da dementsprechend seht. Ich drücke nochmal eine Runde drauf, da seht ihr das Ganze auch in groß. Ihr seht vorne das Undock-System, ihr seht jetzt hier den nicht auf Bau, sondern auf Liga-Hänger und ihr seht hinten das Injektionssystem. Das heißt, wie gesagt, einfach nur direkt oben drauf auf dem Xerion, die etwas kleinere Fassvariante, wenn ihr so wollt. Das wäre dann das der Aufbaupart, das gibt es auch dabei, wenn ihr mehr die kleine, wendigere Variante haben wollt, anstatt diesen ganzen Auflegerpart da oben drauf. So, ja, das ist die nächste Variante. Das ist einfach mal ein Screenshot. Da seht ihr die Varianten aus dem Titelbereich. Genau. Ne, wir sehen den Vario 900 in dem Sinne da. Wir sehen den Zetor Kristall. Wir sehen ein Case IH und wir sehen auch schon, das habe ich schon gesagt, das ist der Massey Ferguson. Das ist der Traktor des Jahres geworden, ja, 2021. Das sind die vier Cover, die wir dementsprechend haben. Ne? Also auch mal so ein bisschen was Unterschiedliches und nicht unbedingt immer nur eine Schiene. Ne? Also, wie gesagt, auch das mit dabei. Ich lasse einfach mal irgendein Bild stehen. Das ist ja in dem Sinne dann Schnuppe sozusagen, worauf wir gucken. Gucken wir uns einfach mal das gute Stück an. Ja, was gibt es dementsprechend noch? Es gibt einen Leak, der existiert schon nicht mehr. Es gab auf der Microsoft-Shop-Seite die Möglichkeit, den Landwirtschaftssimulator 2022 vorzubestellen, logischerweise. Und da wurde bei den Besonderheiten oben oder bei den Kompatibilitäten, sage ich einfach mal so, auch zugeschrieben, dass es auch ein
Xbox-Cross-Plattform-Möglichkeiten gibt. Also, was ich wahrscheinlich ausschließen kann, da waren viele am spekuliert, oh, jetzt können auch Xbox und PC mit PlayStation spielen, würde ich nicht mitrechnen. Also, ich würde PlayStation erstmal außen vor lassen, weil es stand auch Xbox-spezifisch davor. Wie gesagt, die Seite gibt es jetzt so nicht mehr, da kann man schon nicht mehr nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, einige Screenshots oder sowas. Ich glaube, der Sachsen-Let's Player hat, glaube ich, auch mal einen Screenshot davon gehabt. Ich habe leider keinen. Aber wie gesagt, es stand da dementsprechend Cross-Plattform. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie ist es genau, und das wird auch nachzufragen sein. Man kann über den Windows-Shop, klar, den Landwirtschaftssimulator ordern und spielen. Man kann den dementsprechend auch spielen dann über die Xbox, und die werden auf jeden Fall dann das Crossplay auch nutzen können. Es ist aber wahrscheinlich ähnlich wie zum Beispiel bei dem vorgestellten Forza Horizon 5. Da gibt es zum Beispiel auch eine Kompatibilität, dass dort zum Beispiel Speicherstände weiter benutzt werden können. Aber da lässt man immer Steam außen vor, weil Steam ja ein eigenes Speicher-Cloud-System hat, was nicht direkt mit Microsoft zusammenhängt. Deswegen ist es die Frage, wie kann da gespielt oder auch gespeichert werden, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen PC-Varianten jetzt alle dann funktionieren, oder bei Steam, da würde ich erstmal noch ein Fragezeichen hintermachen. Ich sage nicht, dass es nicht geht, weil das kann ich nicht bestätigen, und ich kann es auch nicht bestätigen, ich kann keines bestätigen, ob es geht oder geht nicht, keine Ahnung. Aber meine Vermutung ist, dass es da vielleicht Schwierigkeiten mit dem Abspeichersystem geben könnte. Aber da muss man mal gucken, wie es geht. Viele Leute spielen ja auf Steam. Vielleicht hat man da ja einen Weg gefunden, dass beides benutzt werden kann, oder dass man für den Server halt einen anderen Speicherpart benutzt dann halt, ne? Oder dass das da dann tatsächlich woanders gespeichert wird. Das müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber wie gesagt, hier seht ihr alleine schon 4 von den 5 Sachen, die im Vorbestellbonus drin sind, seht ihr auf dem Bild. Es fehlt, wie gesagt, nur der Aufbautank. Das ist der sich dann direkt auf dem Glas Xerion 4200 befindet, ohne eine extra eigene Achse zu haben. Ja, also ich würde sagen, das waren doch mal eine ganze Menge Informationen. Und ja, das Datum ist raus, der Trailer ist raus. Ist es ein CGI-Trailer? Also müsst ihr euch vorstellen, wie auf gut Deutsch ein Kino-Trailer, hätte ich fast gesagt, der extra nochmal aufgehübscht ist, also mit einer anderen Technik macht. Das hat natürlich nichts mit Ingame-Geschichten zu tun. Wir haben natürlich da im Trailer noch ein paar andere Sachen gesehen. Wir haben ein Farbenfahrzeug gesehen. Wir haben natürlich auch dann Schneeflug gesehen, oder dass halt Schnee geräumt worden ist, ne? Also so ein paar Sachen, da müssen wir halt aber auf die Details noch warten. Das kann man alles nur spekulieren, was da denn bei rumkommt oder nicht. So, ich würde sagen, das war's erstmal. Das war eine ganze Menge Informationen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt lieben gerne im Kommentarbereich, was euch gefallen hat, was nicht. Und vor allen Dingen schreibt auch, was gefällt euch jetzt an den neuen Früchten, an den neuen Fahrzeugen, an den neuen vielleicht Spielmöglichkeiten mit Freunden, die zum Beispiel auf der Xbox spielen oder so. Was haltet ihr davon? Was habt ihr noch für Vorstellungen? Was wünscht ihr euch noch dazu? Schreibt es einfach in den Kommentarbereich rein, würde ich mich sehr darüber freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auch über einen Teilen und einen passenden Daumen freuen. Ja, nachher nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mich schon fleißig unterstützen. Und bis zum nächsten Video. Guckt euch natürlich auch News-Video und guckt euch natürlich auch gerne meine anderen Videos an. Sag ich nochmal vielen Dank, und ja, bis zum nächsten Mal.